Aber es funktioniert, dass Sie jetzt die EEG-Elektroden anschließen und dass die Person sich denkt, ich gucke jetzt mal. Ich glaube, es war hier in Karlsruhe die absolut begeisternde Vorlesung meines späteren Doktorvaters. Das hat mich also, der hat es geschafft, mich unheimlich zu faszinieren, über Spracherkennung etwas zu machen. Und hat mir auch die Luft und den Raum gegeben, mir ein Thema zu suchen, was mich fasziniert. Und ich habe dann damals meine Dissertation im Bereich Multilingualität geschrieben, also multilinguale Spracherkennung, und habe genau das gemacht. Ich bin in die Welt rausgefahren, ich habe Kontakte geknüpft mit aller Welt und habe festgestellt, wie breit dieses Thema eigentlich ist und wie wichtig es ist, dass man es gemeinsam löst. In der Informatik arbeiten mehr Männer als Frauen. Bringt das Probleme in ihrem Alltag mit sich? Ja, ich muss gestehen, ich habe früher Sport studiert, Sport und Mathematik für Lehramt, und da ist ein ungefähr paritätisches Verhältnis. Und als ich dann hierher kam, ins damals noch Universität Karlsruhe zu studieren, da war ich schon überrascht, dass so wenig Frauen da sind. Aber das ist mittlerweile über 20 Jahre her und jetzt habe ich mich eigentlich daran gewöhnt und ich muss gestehen, es fällt mir eigentlich nicht mehr auf. Frauen sind in der Wissenschaft seltener auf Führungspositionen anzutreffen als Männer. Woran liegt das? Ja, also soweit ich weiß, Studien besagen, dass also insbesondere auch bei Fächern, in denen sie am Anfang 50-50-Verhältnis haben, der erste große Bruch kommt zwischen dem Studium und der Promotion. Das heißt, es sind unterproportional viele Frauen, die promovieren. Und der zweite große Bruch kommt dann bei der Habilitation. Das heißt, es sind auch viel weniger Frauen, die habilitieren. Und ich denke, das ist so eine Aneinanderreihung von Faktoren, die auch mit Familienplanung sicherlich zu tun haben. Und das potenziert sich dann so, dass insgesamt einfach viel weniger Professoren da sind als Professoren. Und das gilt auch für die Fächer, bei denen Sie mit 50-50-Verteilung anfangen. Wie kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zukunft besser gelingen? Also ich glaube, ich sage nichts Neues, wenn ich betone, dass wir gute und mehr Kita-Plätze brauchen, sodass junge Eltern beruhigt ihre Kinder dort betreuen lassen können und ihnen dann mehr Zeit für Studium und Beruf bleibt. Ich glaube, dass Deutschland da ein bisschen im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Und wir haben jetzt gerade beispielsweise bei unserem Labor einen Fall einer weiblichen Doktorandin, die hat einen Sohn geboren und würde jetzt gerne ihre Promotion fortsetzen und hat aber jetzt noch keinen Kita-Platz bekommen. Das ist jetzt 6 Monate her. So dass sie zu Hause bleiben muss, weil sie noch stillt. Und dann ist es nur zu natürlich, dass die Mütter zu Hause bleiben und die Väter arbeiten gehen. Obwohl wir auch hier 2 junge Väter haben im Kreis unserer Doktoranden. Und die haben also mit viel Freude und Stolz ihren Vaterschaftsurlaub genommen. Also das finde ich auch sehr gut. Frauen haben bessere Noten im Abitur. Warum finden so wenige den Weg in die Informatik? Also insgesamt finde ich, ob jetzt Schüler oder Schülerinnen, ob gute oder schlechte Noten, sind es zu viele, die einen Bogen um die Informatik machen. Und es ist auch nicht unverständlich, wenn man sich überlegt, dass die Informatik als Schulfach überhaupt nicht existiert. Informatik wird ja erst als Wahlfach in den mittleren Ausbildungsstufen angeboten und meiner Ansicht nach ist es einfach zu spät. Ich denke also, wenn wir insgesamt die Studierendenzahlen in den MINT-Fächern und insbesondere auch in der Informatik hochbringen wollen, dann müssen wir die Informatik früher in den Schulen und am besten verpflichtend verankern. Glauben Sie, dass es so etwas wie eine weibliche Herangehensweise an die Informatik gibt? Also ich finde, wissenschaftliche Herangehensweisen sollten fokussierend und zielführend sein. Und man sollte vor allem die richtigen Fragen stellen. Und das hat meiner Ansicht nach gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt vielleicht unterschiedliche Arbeitsstile, aber im Prinzip, wenn man unterschiedliche Arbeitsstile hat und vielleicht unterschiedliche Fragestellungen, dann ist es ideal für die Wissenschaft. Denn wenn Sie verschiedene Fragestellungen haben, die sich aber insgesamt komplementieren und gegenseitig beflügeln, dann ist das eigentlich die beste Voraussetzung für einen Fortschritt in der Wissenschaft. Welchen Rat würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen auf den Weg geben? Ja, ich glaube, meine Tipps unterscheiden sich da nicht zwischen, also die Tipps für Männer und Frauen unterscheiden sich da nicht. Also was ich versuche mitzugeben, ist zum einen bemühe ich mich zusammen mit den Doktoranden ein Thema zu finden, für das sie sich begeistern können und wo sie auch bereit sind, Zeit und Energie zu investieren, um da wirklich sehr gute Arbeit zu leisten. Und dass sie dann einfach die wundervollen Möglichkeiten, die eigentlich die Wissenschaft bietet, nämlich hinauszugehen in die internationale Community, seine Arbeiten vorzustellen, sich dort vielleicht ein gutes Renommee zu erarbeiten, und dann Freundschaften und Kontakte zu knüpfen weltweit und dort zu forschen, das
das begrüße ich sehr und das kann ich nur unterstützen und das tue ich unabhängig davon, ob es jetzt Männer oder Frauen sind.